So ihr Lieben, es gibt große News in Sachen Jurassic World. Tatsächlich bekommen wir 2024 irgendwie eine Fortsetzung, beziehungsweise bekommen wir das allererste Mal nach dem Ende von Jurassic World Camp Cretaceous Staffel 5 offiziell kanonischen Content in Serienform auf Netflix mit dem Titel Jurassic World Chaos Theory. Der Titel wurde jetzt offiziell bekannt gegeben, was alles genau dahinter steckt, was für Fragen sich dabei aufwerfen und was wir bis jetzt schon wissen, all das erfahrt ihr hier in diesem Video. In diesem Sinne, viel Spaß. Mein allererstes Video zu dem Thema habe ich, glaube ich, schon 2022 gemacht, irgendwann kurz nachdem Jurassic World Dominion in den deutschen Kinos angelaufen ist, der Film ist nicht mehr im Kino gelaufen, denn irgendwie kamen dann schon relativ früh die Gerüchte auf, ja, wir werden auf jeden Fall eine Fortsetzung bekommen zum Jurassic-Franchise, unter anderem aber auch wird es eine Fortsetzung geben der Serie Jurassic World Camp Cretaceous. Die Animationsserie ist nun mal auch sehr beliebt gewesen, ich kann es irgendwie nachvollziehen, zumindest von Staffel 1 bis 3, danach war es eigentlich nur noch Quatsch. Allerdings waren die ersten Gerüchte ein bisschen verfremdet gewesen, also wir haben zumindest keinen Bezug zu Jurassic World Camp Cretaceous gehabt. Damals war nur offiziell bekannt gegeben, dass gerade ein Casting stattfindet für neue Synchronstimmen, eben für diese animierte Serie. Aus diesem Grund bin unter anderem auch ich davon ausgegangen, nein, die neue Animationsserie auf Netflix wird keinen Bezug mehr zu Camp Cretaceous bekommen. Einfach aus dem Grund, da wir ja da schon die Synchronsprecher und Sprecherinnen hatten. Außerdem wurde geleakt, dass wir eine neue Figur vorgestellt bekommen, nämlich Sydney. Und Sydney soll im Verlauf der Geschichte irgendwie bei einem Vorfall mit einer Kreatur ihren Arm verlieren. Das war der einzige Plot-Device, den wir bisher hatten, oder eben das einzige Plot-Detail, was wir bis dahin hatten. Daraufhin haben Menschen, unter anderem auch ich, eine Gerüchteküche aufgemacht, unter anderem über das Thema, könnte der Indoraptor eventuell zurückkehren, denn dem seine Leiche haben wir ja nie gesehen, vielleicht macht man damit noch irgendwas. Könnte es darum gehen, dass Sydney irgendwie versucht, ihren Arm wieder zu bekommen oder ähnliche Spinnereien, wie gesagt, wir wussten ja nicht viel mehr über die neue Serie. Jetzt wurde allerdings offiziell der Titel geleakt, nämlich Jurassic World Chaos Theory, und auch hier schwappen langsam wieder die ersten Theorien aus dem Theorienkessel heraus und damit muss man vielleicht erstmal aufräumen. Auch bei euch in den Kommentaren habe ich gelesen, Chaos Theory, das hört sich so ein bisschen nach einer Was-wäre-wenn-Geschichte aus dem Jurassic-Universum an. Und ich habe mir erst gedacht, ja, tatsächlich würde ich da irgendwo zustimmen, denn wir kennen den Titel Chaos Theory aus dem extrem beliebten und auch sehr guten Spiel Jurassic World Evolution 2. In diesem Spiel gibt es die sogenannte Chaos Theory-Kampagne, in welcher wir verschiedene Was-wäre-wenn-Szenarien spielen können. Allerdings wurde ebenfalls offiziell bekannt gegeben, dass die neue Jurassic World-Serie, die eben Chaos Theory heißt, eine Fortsetzung zu Jurassic World Camp Cretaceous Staffel 5 werden soll. Es soll sich hierbei aber nicht um eine sechste Staffel handeln, das heißt, da geht schon wieder irgendwie, gehen die Aussagen der Producer in die Richtung, dass hier doch irgendwas Neues entsteht, das aber trotz allem chronologisch nach Jurassic World Camp Cretaceous spielen soll. Ebenfalls wurde offiziell bestätigt, dass Darius eine Rolle in der Serie spielen soll. Wie groß die Rolle sein wird, wissen wir allerdings noch nicht. Es wurde jedoch eine Actionfigur von Darius angekündigt, die 2024, Anfang 2024 erscheinen soll. Und diese Actionfigur ist laut eigener Beschreibung der Entwickler ein Darius, der noch wesentlich älter ist als der Darius, den wir jetzt in Jurassic World Camp Cretaceous Staffel 5 sehen. Ganz zum Schluss sehen wir Darius, wie er vom Kind zum jungen Erwachsenen herangewachsen ist. Und jetzt soll wohl noch ein Zeitsprung passieren. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir jetzt hier sogar sehr viele Ereignisse aufgreifen könnten, die irgendwie dann in Jurassic World Dominion enden. Denn auch der Zeitsprung zwischen Jurassic World 2 und Jurassic World 3 ist ja, ich meine, es waren 2 Jahre oder 3 Jahre, ich werde sie gerade mal einblenden. Auf jeden Fall soll dann diese Serie ebenfalls denselben Zeitsprung durchmachen, wie der Zeitsprung von Jurassic World Fallen Kingdom zu Jurassic World Dominion. Ein neuer Ankylosaurus wurde groß angekündigt, der soll eine nicht unwichtige Rolle in der Serie spielen, es ist aber nicht Bumpy, das wurde auch schon gesagt. Und die Actionfigur von einem neuen Allosaurus wurde ebenfalls offiziell bestätigt und eben angekündigt, auch der soll irgendwie Teil in der Serie spielen. Da weiß man jetzt aber nicht, ob die dann wirklich sehr wichtig sein werden oder ob die vielleicht einfach nur eine Rolle spielen wie der Carnotaurus. Wie hieß der nochmal? Toro, irgendwie sowas. Das könnte ich mir jetzt hier eher vorstellen. Ebenfalls gab es das Gerücht, dass die Serie Bezug auf den Kurzfilm Jurassic World Battle at Big Rock nehmen sollte. Der Hintergrund dafür ist ganz einfach. Naja, in Battle at Big Rock spielt ja eine schwarze Familie die Hauptrolle.
Darius ist auch schwarz, also wird man ihn wahrscheinlich deswegen zurückbringen. Nein, nein, glaube ich nicht. Dafür gibt es noch keine Details. Außerdem ist das so eine extrem lächerliche Zusammenführung der Geschichten irgendwie. Keine Ahnung, das ist Schwachsinn. Die Theorie stützt sich aber ebenfalls auch noch darauf, dass eben der Allosaurus auch in diesem Kurzfilm eine große Rolle spielt und wir einen Allosaurus als Spielzeug bekommen. Ey, im Endeffekt kann das alles irgendwie zusammenhängen, aber man weiß eben noch nichts daraus. Da ist mir bis jetzt noch zu viel irgendwo hergezogen und da sehe ich noch keinen wirklichen Zusammenhang bei der ganzen Nummer. Wie viele Folgen die ganze Sache haben soll, wissen wir noch nicht. Offiziell ist die aber erstmal auch als Staffel 1 angeteased worden. Das heißt, wir haben hier wirklich Season 1 von etwas, das darauf hindeuten lässt, dass hier ein größerer Plan dahinter steckt. Und ich schätze einfach mal, dass diese ganze Chaos Theory Serie vielleicht 1, 2, maximal 3 Staffeln haben wird. Ich wüsste jetzt auch nicht, was man noch alles erzählen möchte. Sogar wenn man direkt nach Jurassic World Fallen Kingdom ansetzt. Da bin ich einfach mal sehr gespannt drauf. Ebenfalls wurde hier aber auch der uns schon bekannte Text noch einmal wiederholt. Dass eine Hauptfigur, diesmal wurde der Name Sydney aber nicht genannt. Vielleicht haben sie jetzt auch einfach Sydney rausgeschrieben und stattdessen Darius eingefügt. Kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall soll die Hauptfigur dieser Serie aufgrund eines Vorfalls mit einer Kreatur einen Arm verlieren. Und hier werde ich immer wieder stutzig. Warum wird hier nicht von einem Dinosaurier gesprochen? Es wird erneut von einer Kreatur gesprochen und ich könnte mir vorstellen, dass wir hier möglicherweise einen neuen Hybriden zu Gesicht bekommen. Eventuell macht man wirklich noch was mit dem Indoraptor, aber auch das ist natürlich aus dem Himmel gegriffen. Keine Ahnung. Geil wäre es natürlich auch einfach, wenn es die Riesenheuschrecken von Biosyn wären, die jetzt die große Bedrohung sind. Das wäre... Ja, das sind, meine ich, soweit alle Fakten, die bis zur Aufnahme dieses Videos jetzt hier wirklich offiziell gewesen sind. Ich werde euch auf jeden Fall im Community-Tab hier auf YouTube weitere Informationen rüberbringen und eben auch posten, sobald es eben neue Informationen gibt, wo ich der Meinung bin, die sind sehr wichtig wiederzugeben. Also fassen wir die ganze Nummer nochmal ganz kurz zusammen. Die Serie soll Ende nächsten Jahres auf Netflix erscheinen. Wir bekommen Darius wieder zurück. Von allen anderen Figuren ist nicht die Rede gewesen, aber ich schätze mal, wenn er wirklich die Hauptrolle spielen sollte, würde es Sinn machen, dass auch die anderen wieder zurückkommen. Die Hauptfigur in dieser Serie soll weiterhin den Arm verlieren. Möglicherweise ist es eine neue Sydney. Es würde auch hier Sinn machen, finde ich, einen neuen Hauptcharakter einzuführen. Und dass die sich dann aber mit den anderen, mit der Gruppe aus der Jurassic World Camp Cretaceous irgendwie zusammentun muss, das würde auch Sinn ergeben. Wir bekommen Anfang nächstes Jahres, im Frühjahr, bekommen wir eine neue Allosaurus-Figur, eine neue Darius-Figur und eine neue Ankylosaurus-Figur. Das sind wohl die ersten drei Figuren, die wir eben dann passend zu dieser Serie als kleines Werbematerial oder eben auch gerade für die Sammler bekommen sollen. Jetzt bist wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung dazu? Hast du da Bock drauf? Denkst du, das kann auf jeden Fall was werden? Oder hast du auch so ein bisschen Angst, wie ich leider auch, dass wir jetzt hier einfach nur einen Brückenfüller bekommen, also einen Lückenfüller bekommen, bis es dann eben weitergeht mit den richtigen Jurassic World Filmen? Ich kann mir einfach nicht ausdenken, worum es denn jetzt wirklich in dieser Serie gehen soll. Was wollt ihr mir jetzt erzählen in einer Serie, die zwischen diesen beiden Filmen spielt? Da könnt ihr mir vielleicht mal eure Ideen in die Kommentare unten reinschreiben. Habt ihr irgendwelche Ideen, worum es da gehen könnte? Ich bin auf jeden Fall gespannt drauf und bin für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.